Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farming Simulator Dr. Bubs New, der Bunnico. Ja, das ist heute kein normales Let's Play, denn ich mache gleich eine Mod-Review für das schöne Ding, was ich vorne am Deutz hab. Ja, das ist ein wunderschöner Futter. Mischer. Nenne ich jetzt mal so. Wir schauen uns den gleichen Shop an. So, aber ich werde ihn nicht am Deutz testen, weil ich wollte testen, ob den hier mein kleiner Theodor schafft. Für die vier Nagel. So, den stellen wir mal ab. Den Deutz bringen wir schon mal zum Wasser. Dass er den schon mal leer pumpen kann. Und dann geht's auch gleich los. So, wieder bringt Schweine 9%. Okay. Muss ich mal schauen, da ist bestimmt irgendwie was falsch gelaufen. Ja, dann nehmen wir mal den Cedor. Handbremse lösen. Ja, ich habe hier dieses Bremssound-Add-on. Gibt es auch auf Matrose. So, dann wollen wir mal schauen. So, den zoppeln wir da jetzt mal ganz gern. Machen wir jetzt mal eine Mischration. So, ich muss selber mal gucken, wie das geht. Erstmal runterlassen. So. Dann zoppeln wir mal hier ran. Huch, das war schon falsch gezoppelt. Sieht gut aus. Top. Oh. Nö. Ich glaube, ich bräuchte mal mein Frontgewicht. Ja, das passiert. Ich habe es wirklich vorher nicht ausprobiert. Ich habe mir die gerade erst geholt. Dann probieren wir es nochmal. Wenn nicht, dann kommt ein anderer Frontlader. Dann muss der Deutz hier bleiben. Na, Deutz, das sieht gut aus für dich. So, Arm wieder ausklappen. Also das Ding hat sogar Kollision hier. Ne? Schön. Also können wir erstmal Textur gucken. Also schöne Arbeitshinweise. Grovile. Ich kann es jetzt leider nicht sagen, ob es die Firma wirklich gibt. Habe ich noch nie gehört. Mag sein, dass es sie gibt. Ich, wie gesagt, ich habe sie noch nicht gehört. Ja. Naja, gut. So tief ins Detail wollen wir nur auch nicht gehen, aber sieht doch schon recht ordentlich aus. Wie gesagt, ein größerer Schlepper wäre, denke ich mal, nicht schlecht. So. Aber ich kann es hier auch eigentlich so machen.
funktioniert nicht so, wie ich es gedacht habe. Sehr gut. Ich häng das mal ab hier. Ja, sorry, aber ich bin halt nicht perfekt. Weiß ich schon, der Zähler kommt wieder weg. Zu beiden Stapeln hat er gereicht hier. Oh. So. Dann gehen wir noch fix den Ball da umkippen. Ich da so noch liebevoll. So, ich stelle jetzt einfach hier hin. So. Deutsch. Komm her. Oh, der fährt ganz schnell rückwärts. Na gut. Das Ding liegt ganz schön, also, lieber Scholli. Also ich wusste gar nicht, dass man sich bei sowas so lange aufhalten kann. Geht doch. Oh. Okay. Das war crazy. Glaube ich am Deutsch. Behaupte ich jetzt mal. So. Ja, so habe ich es mir eigentlich gedacht. Ja, der zittert aber ganz schön da. So, wir haben eine Mischration fertig. Oh, hey. Boah, aber ein anderes Frontgewicht muss her. Alter, mein lieber Scholli. So. So, Schweinis. Machen wir ein bisschen langsamer. Auf 5. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Na gut, dann treffe ich ganz hier danach. So.
Also wie gesagt, das Ding ist empfehlenswert, aber ne, der Schlepper muss stark sein. Also ja, ihr braucht ein starkes Frontgewicht, so meinte ich das. Weil ihr habt ganz gesehen, wie das Ding vorne abhebt. So. Dann nehme ich mir nochmal einen Silageball. Oder paar. Oh, das ist Mischration, ne? Dings, Silo. Schwein. Silofutter, ja. So. So. Nochmal. Oh, ne, der war schon lang. Ja, also man merkt, selbst der Deutz geht in die Knie. Oh, ich habe ihn falsch berufen. So, so. So sieht's besser aus. So. Machen wir hier unten. Scheiße, wieder zu früh. Ja. Ja, man muss gucken, wie man das am besten macht. So geht's natürlich auch. Auch nicht schlecht. So. Am besten ist man lässt das Ding um. So. Was denn nun? Ach du Scheiße. Na gut, Freunde. Ihr habt gesehen, das Ding funktioniert wunderbar. Sieht geil aus, wie es das vorher auswirft. Wie gesagt, holt euch nur einen schweren Schlepper. Also, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Gut, dann ist der Deutz dafür auch nicht geeignet. Ich glaube, dann muss doch der Fendt her. Ja gut, Freunde. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch die meine sogenannte Mod-Vorstellung hat euch gefallen oder mein Let's Play. Wie ihr es auch immer sehen wollt. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, du bist das nächste Mal dabei. Und dann sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.